Du kannst Steine hier kaufen oder du kannst Steine selber von daheim mitnehmen. Die Kinder gehen dann jeweils etwa nach einer halben Stunde, drei Viertel tauchen und holen die wieder rauf, damit wir genug Steine haben. Und gemessen wird die totale Länge. Der Schweizer Meister, also der am weitesten schmeißt, der geht nachher auf Schottland an die Weltmeisterschaft. Da geht es nur um die Länge.